Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, in dieser Folge möchten wir jetzt einfach mal ein paar Fragezeichen auf der Karte wieder erkunden. In der letzten Folge. Ich habe mich gerade gerettet. Deswegen wollte sie es bestimmt auch so scheiße an. In den letzten Folgen haben wir ja auch einige Quests abgeschlossen. Und jetzt möchte ich wieder ein paar Fragezeichen machen und dann geht es bald wieder mit der Hauptstory ein bisschen weiter. Weißt du, Hexer, was immer die Leute reden. Ich werde dir nie vergessen. Wisst ihr, was echt schlimm wird? Ich mache jetzt mal M auf, ne? Drücke mal Leertaste. Da ist noch relativ groß. Kann ich das zeigen? Ja, tatsächlich. Na, das ist noch das neue Add-on. Was ultra viel Zeit kosten wird noch. Genauso wie Skelliges. Skelliges ist auch so ultra viel, was wir da machen können. Ihr könnt ja von Insel zu Insel. Und ich werde da auch alle Inseln mitnehmen und so. Und das wird schon krass werden, würde ich sagen. Haben die die Inseln eigentlich mittlerweile verändert, habe ich das Gefühl? Oder kommt mir das nur so vor? Naja. Dann lass uns jetzt erstmal hier per Schnellreise ein paar Fragezeichen erkundschaften. Ich würde sagen, wir gehen hier nach Duen hin und gehen von dort aus mit Plötze, oder wir reiten dann von dort aus mit Plötze weiter. Entschuldigung. Hey, Plötze, was machst denn du da unten? So, die Frage ist, in welche Richtung gehen wir denn jetzt? Easy, ja? Du siehst aber gar nicht gut aus. Oh, ein paar hundert Meter sind das schon. Na, lass uns da mal hin. Ach nee, ein Greif. Was für Level hast du denn? Lauf, Plätze. Ich lasse den Greif da oben mal Greif sein. Das möchte ich jetzt eigentlich ungern besiegen, das Vieh. Wir sind gleich da und dann bin ich mal gespannt. Ghule. Und wo Ghule sind, da sind Leichen nicht weit. Jetzt weiß ich, warum ich gesagt habe, lass uns hier leider nicht hin. Ja, das war's. Okay, Leute, das können wir knicken. Zumindest da unten erstmal. Das ist ein bisschen too much. Nun gut, dann lass uns was anderes machen. Ich denke mal, das da unten ist echt too much. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Ach, hier bei dem... Ja, genau. Die Frage ist, was machen wir denn jetzt? Also, definitiv hier unten, nein. Wir wissen, das unten hier wird schwer werden. Ich gehe mal auch davon auch aus, dass das hier unten auch alles schwer werden wird. Und somit uns nichts übrig bleibt, als hier mal die Fragezeichen so nach und nach wegzumachen. Das könnte man eigentlich mal machen. Genauso wie das da. Ich würde mal gerne wissen, ob die mittlerweile wieder, ob wir mittlerweile stark genug sind für das oder nicht. Dann heißt das, wir gehen mal nach Lindenthal. Von dort aus dann da mal rüber. Und dann gehen wir auch, wie ich schon geplant habe, halt hoch nach Novigrad. Allerdings lassen das untere erstmal aus soweit. So. Einmal Plötze bitte. So weiß wie Quark. Ah, Quark.
Das wäre jetzt genau das Richtige. Ich habe meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. In den Wald? Allein? Du weißt doch, wie es ist. Zu viele Mäuler zu stopfen. Das bist du nur für eine Minute. Komm ran, Plötze. Schon mal Baumrinde gegessen? Mir kommen davon schon Splitter aus dem Arsch. Frost bedeckte seine Rüstung. So, dann geht es ab jetzt in diese Richtung. Und zwar muss ich das aber auch erstmal hier so einen Wegpunkt setzen, sonst verlaufe ich mich. Heya! Und wir müssen über diese Brücke da. Da haben wir ja auch mal kehrt umgemacht, weil die Gegner da extrem schwer waren. Ob wir die jetzt schaffen, ist eine zweite Frage. Langsam. Was? Plünderer. Das ist kein Leichenfresser. Was ist hier passiert? Bist du dumm oder blind? Das ist doch offensichtlich. Hey, er ist ein Hexer. Das ist auch offensichtlich. Komm ihm nicht blöd. Antworte ihm. Ich weiß so viel wie du, also nichts. Aber mit etwas Übung kann man Leichen lesen wie Bücher. Die Schwarzen haben gegen die Roten gekämpft, musst du wissen. Um die Brücke. Wir sorgen nur dafür, dass nichts verkommt. Nimm nur dieses feine Schwert. Das habe ich im Schilf gefunden. Willst du es vielleicht kaufen? Naja, warum nicht, ne? Tja, einem Toten nützt es ja nichts mehr. So ist es. Möge es stattdessen dir nützlich sein. Jetzt bin ich mal gespannt, was trauern da. Was glotzt du denn so? Was habe ich denn da für ein Schwert gekauft, bitte? Oh Gott, das ist ja viel, viel schwächer als das, was wir hatten, oder? Und dafür habe ich jetzt so viel Geld ausgegeben? Ich lasse es mal. Mal gucken. Vielleicht kann man es ja noch irgendwann mal gebrauchen oder so, ich weiß es nicht. So, hier lang war irgend so ein Dorf, wo wir, ich glaube, das waren auch Banditen waren, die relativ stark waren. Wir versuchen es, ob wir es jetzt mittlerweile schaffen. Versprechen kann ich nichts. Ach, diese Level 7. Ja, Level 7 schaffen wir. Ach, der eine ist Level 16, deswegen haben wir den nicht geschafft gehabt. Okay, das ist dann wieder was anderes. So, dann haben wir ja fast alle besiegt schon. Jetzt müssen wir noch die hier besiegen. So, das war's auch mit dem. Der nächste kommt natürlich auch. Oh, das war's mit dem. Und jetzt ist noch der letzte. Dann haben wir es tatsächlich geschafft, ne? Das finde ich gut. Bisschen aufpassen, sollte auch drin sein. Alter, der ist auch widerlich. So. Nice. Diese Finisher-Move, wenn die gut liegen, dann sieht das echt schön aus. Gut, dann haben wir das dieses Mal ja hier geschafft. Ich bin ja aber gespannt, was es für eine Person in Nöten ist. Gucken wir gleich mal nach. Oh, da war der Schlüssel dabei. Natürlich. Vorher, bevor wir die Person natürlich befreien, gucken wir uns hier ein bisschen um und looten, was das Zeug hält. Das haben wir auch verdient dafür, dass wir den befreien, weil ich bin mir sicher, dass er uns wieder irgendeinen Scheiß gibt. Wir ihn nicht wirklich gebrauchen können. Pete's Anleger. Hey, Pete's. So, alles klar.
Hey, da ist jemand. Aufheben. Unverschickter Brief. Lesen. An den großen und ehrbaren Feldwebel Kavreva Levin. Du hattest gefragt, mein guter Herr, wie viele Männer ich für den Ruhm des Reiches zusammenrufen könnte. Hier ist nun meine Antwort. Zunächst einmal gibt es zu wissen, dass ich jederzeit ein paar Landeier aus Sandort aufbieten kann. Aber damit meine ich eher Kerle zweiter Klasse hauptsächlich. Alte und Taugenichtse. Doch sollte derlei Gesindel für dich von Nutzen sein, lass mir eine Nachricht zukommen. Und nach nur einer Woche schicke ich dir eine ganze Ladung davon zusammengefercht wie Vieh. Ich habe auch das eine oder andere Wort mit einigen Soldaten gewechselt, die aus dem Dienst des Barons ausgetreten sind. Nachdem der eines Nachts so betrunken war, dass er einem von ihm einen Schürhaken ins Auge gestochen hat. Es gibt zwei Lager. Eins direkt neben der Burg und eines an der Südgrenze von Velen. Und wie du sicher bereits erraten hast, wollen sie schnelles Geld machen. Wenn du uns also ein paar Kronen als hübschesten Damen und kräftigsten Kerl in ganz Wielen schicken, vielleicht sogar im ganzen Norden, 100, 200, wie viele der große Feldwebel auch immer braucht. Dein bescheidener Diener, Daligor. Habe ich mich eben vielleicht eine Zeile überrutscht? Vorschuss zukommen lassen könntest, werden wir die eiligst die hübschesten Damen, genau. Ich habe eine Zeile übersehen, Entschuldigung. Ja, dann befreien wir den guten Herrn mal, wa? Oh, ein Apfel. Wer bist du denn? Ein Waffenschmied. Das bringt aber anscheinend nichts, oder? Denn der Waffenschmied lässt sich nicht mit uns reden. Nun denn. Dann haben wir diesen Fragezeichen hier auch geschafft. Geht doch wunderbar. Was wollen wir mehr? So, der nächste Fragezeichen wäre dann somit eigentlich... Also hier waren wir soweit fertig. Aber das dann da als nächstes machen. Unter der Teufelsgrube ist das fast da. Hier hinten können wir natürlich auch noch einige machen. Genauso wie da oben. Aber das lasse ich erstmal. Ich mache jetzt erstmal hier weiter auf der rechten Seite. Dass wir hier erstmal weiter alles machen, dass wir dann irgendwann da hochkommen und da unsere Belohnung auch abholen können. So, und die Sachen hier hinter Ochsenfurt und so auf der rechten Seite, die mache ich erstmal gar nicht. Das mache ich dann später irgendwann mal gemeinsam, wenn ich auch hier oben anfange und so, wisst ihr? Mache ich erstmal nur hier in der Mitte. So, dann würde ich sagen, kriegen wir noch eine oder zwei Leseübungen hin und dann... War es das auch für diese Folge wieder. Imlerit, Kommandant der wilden Jagd und häufiger Gestalt in Geralds Albträumen, hatte Ciri bereits seit einiger Zeit verfolgt, um sie zu seinem Herrscher Eredin zu bringen. Dieser mächtige und brutale Krieger hatte an den unzähligen Kämpfen und Feldzügen teilgenommen, denn die Enelle gegen andere Welten führten. Er schätzte die unmittelbare Konfrontation über alles und provozierte immer wieder Scharmützel, in denen die Gegner ihre Stärke, ihre Geschicklichkeit und ihr Können in einem Kampf auf Leben und Tod messen mussten. Und das ist Imlerit, also. Okay. So, haben wir jetzt auch ein paar Monster, was wir noch lesen können, oder gibt es ein paar Bücher? So. Drakonide, Gabelschwänze, hey, Gabelschwänze, päh. Hackelballschwänze wäre viel treffender für diese Kackviecher. Yavin Buk, Veteran des Mahakama Freiwilligenregiments. Gabelschwänze verdanken ihre kuriosen Namen den langen, scharfen Fortsätzen an ihrer Schwanzspitze. Ein Schlag damit kann ein Eichenschild entzweischlagen. Ganz zu schweigen von dem Arm, der ihn trägt. Der Name mag zwar ein Besteck erinnern, doch ein Kampf gegen einen Gabelschwanz
ist kein Kaffeekränzchen und endet oft genug tödlich. Okay. So, was haben wir denn sonst noch hier? Nekrophagen. Gruftweiber können wir noch. Das Bild. Was die Feuerbestattung angeht, können die Menschen von den Gnomen lernen. Draußen in den Feldern Leichen zu vergraben, das ist, als würde man den Monstern einen Teppich ausrollen. Wenn es nur Ghule sind, die sie erschnüffeln, mag es ja gehen. Die fressen sich einfach voll und ziehen weiter. Aber wenn es... mögen es die Götter verhüten, ein Gruftweib ist, das da fressen kommt, dann nehmen die Probleme kein Ende. Jacques de Villepin, Akademie von Ochsenfurt. Wenige Monster tragen so passende Namen wie Gruftweiber. Man errät, die sie alten, krummen Frauen ähneln, die sich bei Friedhöfen und Schlachtfeldern herumtreiben. Gruftweiber fressen Leichen, vor allem das verwesende Knochenmark, das sie mit ihren langen, fühlerartigen Zungen aus den Knochen lutschen. Wenn ein Gruftweib alle Leichen in Richtweite gefressen hat, fängt es an, Menschen zu töten. Diese vergräbt es auf dem Friedhof und wartet, bis die Verwesung einsetzt. Alles klar. Gut, dann war es das erstmal wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.